Hallihallo, meine Freunde. Wir sind zurück am Eispalast hier in Enchantia. Wir haben nicht sehr viele Sachen im Inventar. Wir haben eine Statuette der Elfenkönigin. Wir haben ein Blaublatt, also unsere vier Singvögel. Ein Mondlicht, ein Wolkenfeuer und ein Seengras. Außerdem haben wir hier rechts ein Wimmelbild. Das wollen wir auch gleich mal machen. Und dann gehen wir, denke ich mal, da rein. So, wir bekommen, wenn wir das Wimmelbild hier abgeschlossen haben, die Statuette des Historikers. Dann beginnen wir doch mal gleich zu suchen. Hier gibt es einige Kristalle zu finden und viele runde Sachen. Da haben wir noch was Rundes. Da haben wir was Rundes. Ja. Dann haben wir noch dieses Bild. Wo sind diese zwei verschnörkelten Teile bloß? So, das war auf jeden Fall auch was, was wir suchen. Was gibt's Neues? Ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Ich hatte ziemlich vorproduziert. Ja, und hatte dann einfach auch genug Videos immer zum Hochladen. Und somit konnte ich mich ein bisschen zurücklehnen. Und ja, konnte versuchen, meine Erkältung auszukurieren. Es hat nicht ganz geklappt. Ich bin ja irgendwie im Winter immer erkältet. Ich weiß nicht, wem von euch das noch so geht. Aber wenn es mich einmal erwischt hat, dann, ja, dann hat es mich meistens richtig gepackt. Und lässt mich dann auch so bald nicht wieder los. Ich bin dann immer von Dezember bis Februar fast durchgängig erkältet. Aber es hilft nichts. Ich habe jetzt auch mal wieder ein paar Folgen gebraucht von Enchantia. Darum habe ich jetzt halt auch einfach mal eine Aufnahme gestartet. Wir brauchen hier dieses Teil noch. Oh, wo ist das denn? Ja, und ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Da haben wir es gefunden. Ich hoffe, man kann meine Stimme einigermaßen trotzdem verstehen und ertragen. So, in diesem Tempel versteckt sich die letzte Waffe der Himmelsvögel. Und hier können wir irgendwas reintun. Ja, dann gehen wir mal rein. Unser Freund ist auch immer hier bei uns. Ich sollte jeden Singvogel an die richtige Stelle setzen. Ah. Anscheinend wurde ein seltsamer elfischer Feuerkristall gestohlen. So, also der Kristall wurde gestohlen. Heißt, wir können hier jetzt nichts machen. Hier ist ein Klavier. Ja, oder Orgel, oder? Okay. Also, ich brauche etwas, das die Noten anzeigt, bevor ich hier musizieren kann. So, dann gucken wir doch mal, was es hier drüben gibt. Da fehlen zwei Figuren. Ich bezweifle ja, dass es hier das... Ah, oder doch? Okay. Dann brauchen wir noch das. Und was ist jetzt passiert? Den richtigen Schlüssel. Okay, ich habe noch keinen Schlüssel. Was gibt's denn genau hier zu sehen? Die Alten, die Herrscher über die Erde, weihten ihre Welt im Untergang, als sie den Phönixgeist herbeiriefen. Das ist uns jetzt auch nichts Neues.
Ja, hier haben wir wieder die Orgel. Ich habe ja so eine Vermutung, wenn wir die Vögel richtig platzieren, dass wir dann vielleicht Noten dafür bekommen. Ja, ich weiß auch nicht, was wir hier. Da können wir jedenfalls nichts machen. Wir hätten nie gedacht, dass die Elfenkönigin den Phönixgeist freilässt. Warum hat sie das getan? Gute Frage. Oh, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt mit dem Herrn geredet haben. Mit dem Herrn Professor. Finde das Geheimnis der Singvögel heraus. Vielleicht könnten wir die hier auf diese Podeste setzen. Ja, ich glaube, so wird's gemacht. Nein, ich wollte doch nicht raus. Ich wollte hier unsere Singvögel einsetzen. Oh nein, die Phönixkönigin. Songbirds and their discord and screeching! How dare you torment me with those cursed fledglings! Did those foolish elves really think that I wouldn't be able to find their precious fire crystal here? This power, it's amazing! You won't be able to defeat me now! Watch as I ascend to my ultimate form and burn all of Enchantia to the ground! Tja, also das mit den Singvögeln hat ihr nicht gut gefallen. Als die Phönixkönigin gerade ihre neuen Kräfte freigesetzt hatte, wurden die Singvögel von ihrem Angriff getroffen. Tja, die armen Singvögel. Sollten die uns hier helfen? Ich muss die Waffe finden, die die Himmelsvögel zurückgelassen haben, bevor ich mich der Phönixkönigin stelle. Also wir können die jetzt im Moment nicht angreifen. Tja, eine letzte Waffe, aber das ist nur ein Bild. Anscheinend können wir hier jedenfalls nichts machen. Auch hier können wir immer noch nichts machen. Dann reden wir doch nochmal mit dem Herrn Professor. Vielleicht bringt das uns weiter. Wir müssen das Geheimnis lüften. Es ist unsere letzte Hoffnung, um die Phönixkönigin zu besiegen, ja. Und wenn ich jetzt einfach gehe, hier können wir ja noch nicht. Dann, ja, dann gehe ich jetzt einfach. Hier kann man noch was. Nee, das sind die Singvögel. Gut, dann. Hier ist nix. Hier leider nach wie vor auch nicht. Einen sichelförmigen Gegenstand. Ja, gucken wir mal. Was haben wir denn für Aufgaben? Finde das Geheimnis der Singvögel heraus. Ach, ich weiß, nee, ne? Hier haben wir doch was bekommen. Und dann können wir jetzt das hier draußen reintun. Ach, manchmal bin ich doch auch ein bisschen blind. Ihr könnt es mir ruhig sagen. So, hier haben wir einen Schlüssel. Und außerdem war da ein Buch. Ich hätte gerne ge Werde ich die Lösung für all meine Probleme finden, wenn ich den Phönixgeist herbeirufe? Fragezeichen. Nein, ich glaube nicht. Das hat ja eigentlich die ganzen Probleme hier erst verursacht. So. Ah, wir haben ein Rätsel. Nee, kein Rätsel. Wir haben Noten. So, das ist gut. Ah ja, dann doch ein Rätsel. Also, wie machen wir das jetzt hier? Jetzt muss ich das erstmal angucken. Spiele auf dem Klavier, bis alle Symbole den Noten entsprechen. Ich glaube, das ist noch nicht direkt richtig so. Also, ich muss ja euch ehrlich sagen, ich habe ja ein Klavier. Und ich spiele gelegentlich auch drauf, aber ich muss da jetzt hier erstmal durchsteigen. Das muss den Noten entsprechen. Also,
Hier haben wir außen die Symbole. Und die müssen immer dann die gleichen sein. Also sprich, das hier muss darüber. Ja, habe ich das jetzt so richtig verstanden? Dann wäre das schon mal gut. Weil jetzt passt das zusammen. Ah ja. So. Dann würden wir das tauschen. Das würde nicht viel bringen. Das wäre natürlich auch eine Maßnahme. Dann würde das wieder nicht übereinstimmen. Und wenn wir hier spielen, bringt's nicht viel. Ja, ich glaube, wir müssen aber das erstmal. Und nochmal. So. Und jetzt die. So, jetzt stimmt das überein. Dann machen wir jetzt das. Und dann machen wir als nächstes diese hier. Ja, genau. So. Dann würde ich sagen, als nächstes werde ich diese hier machen. Das ist echt nicht einfach, Leute. Ich habe zwar verstanden, wie es geht, aber ich muss mich hier gerade total konzentrieren, dass ich hier nichts verkehrt mache. Und wahrscheinlich mache ich sowieso trotzdem alles verkehrt. Deswegen seid mir nicht böse darüber, dass ich hier jetzt gerade so lahmarschig bin. Anders da kann man es nicht ausdrücken. So, das ist es nicht. Das ist es hier. Ich denke, diese jetzt. Und noch einmal. So, jetzt passt der nämlich zusammen. Und dann... Der müsste ja darunter. Also, wenn wir das zweimal machen, dann stimmt der auch überein. Genau. So. Wenn wir jetzt... jetzt den wieder einmal drehen. Ich denke, das Rätsel ist schon absichtlich so ein bisschen komplizierter gehalten. Zumindest erscheint es mir komplizierter. Damit es auch mit der Phönixkönigin... Also, ich meine, das soll ja... Das soll ja irgendwie auch wahrscheinlich jetzt was besonders Schweres sein. So, ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Und ob das sinnvoll so ist, wie ich das überhaupt mache. Aber eigentlich denke ich schon. Naja, gut. Das ist jetzt weniger sinnvoll. Ach, ich denke mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, das in der Mitte... war gar nicht so schlecht. Dennoch muss der auf jeden Fall nach außen. Weil der muss da hoch. So. Und der ist total verkehrt. Ich glaube, das muss immer hier über die mittlere Schiene passieren. Wahrscheinlich muss man zuerst immer die mittleren nach außen bewegen. Und zum Schluss erst die anderen nach innen. So, ich hätte jetzt gerne das obere nach rechts außen. Wie kriege ich das hin? Ha, so. Und dann... dann müsste ich ja aber wieder das bewegen. Das bringt's doch auch nicht ganz... Und wenn ich das drehe, dann komme ich auf die Art und Weise auch nicht weiter.
Wow. Also, ich habe ja die meisten Rätsel nach einiger Zeit begriffen. Und ich dachte auch, ich hätte das hier begriffen. Aber das stößt mich hier gerade echt an meine Grenzen. Ich denke mal, Leute, ich mache mich darüber erstmal schlau und wir sehen uns nach einer kurzen Aufnahmepause wieder.